vielleicht noch ein paar Worte zu dem Geschichtsfest sagen, was jetzt am Sonntag stattfinden soll? Ja, kann ich gerne machen. Also das Geschichtsfest ist die Veranstaltungsoplage des Geschichtsvereins, die grundsätzlich am Sachsischen Denkmal stattfindet. Jetzt zum 10. Mal, das ist unser Jubiläumsfest. Wir haben uns hier in Leverkusen als Oplage-Geschichtsverein mit dem Städtischen Denkmalpfleger zusammengetan und haben gesagt, wir wollen eine zentrale Veranstaltung hier in Leverkusen machen. Die soll immer hier in der Villa Römer stattfinden, als Anker sozusagen oder als fester Punkt. Wir werden hier Führung durch die Ausstellungen haben, die hier stattfinden. Das ist Tag der offenen Tür, ist auch kein Eintritt wie sonst. Das heißt, dann vier Ausstellungen können besucht werden. Wir haben die Ausstellung 113 Jahre Gemeinnütziger Bauverein, die dann zu sehen ist. Wir eröffnen am Samstag eine Ausstellung zur Geschichte oder zur Baugeschichte, Architekturgeschichte von Ratibor, Partnerstadt in Polen, ist hier nebenan. Wir eröffnen am Sonntag eine Ausstellung, die heißt Unbequeme Denkmäler in europäischen Städten, die wird draußen zu sehen sein. Und wir haben in der ersten Etage die Dauerausstellung Zeiträume Leverkusen, also das Stadtmuseum, würde ich sagen. So, die sind alle zu besuchen. Wir haben dann zwei Vorträge. Vormittags und nachmittags, wo die Denkmalpfleger in das Jahresthema einführen. Das Jahresthema lautet dieses Jahr jenseits des Guten und Schönen, unbequeme Denkmäler. Und da wird erstmal allgemein auf die Frage von unbequemen Denkmälern eingegangen und an bundesweiten Beispielen das erläutert. Und dann gibt es vier Stadtrundfahrten, zwei vormittags, zwei nachmittags. Vormittags, also jeweils vormittags und nachmittags einmal Oplage und einmal Schlegow-Schließdorf. Dort werden unbequeme Denkmäler in Leverkusen besucht. Für Schlebusch und Wiesdorf sind das das Sukal-Maljo-Haus, das Bayerkreuz, die Siedlung 2, Anna, das ist also der Lindwurm, da gibt es einen Lindwurm, der Marktplatz in Wiesdorf und das Hallenbad, das ehemalige, also heutige Kalifornien. Für Opladen wird das sein das Kessenhaus in der neuen Bahnstadt, das ehemalige evangelische Kirche Humboldtstraße, das heutige Gemeindezentrum der evangelischen Freikirchengemeinde, der Ehrenfriedhof an der Rennbaumstraße, der ehemalige Friedhof an der, auch an der Rennbaumstraße, jetzt St. Remigius, und der jüdische Friedhof. Man kann das also nur opladen, vormittags machen oder dies auf Schlebuschwolle, und man kann den ganzen Tag sozusagen beide Fahrten kombinieren. Bei diesen Fahrten ist dann auch hier Verpflegung vor Ort. Jetzt haben wir also Gastronomie hier, also eine Cafeteria, es gibt gegrilltes, wir haben Getränkeausschank hier. Wir haben die Preisverleihung der Bifel-Rallye am Abend und wir haben drei Konzerte. Wir haben Concertino von der Musikschule Leverkusen am Mittag, am Nachmittag Les Fermiers, das ist ein Chor aus Frankreich, ist der Partnerschaft Wind of Dust, die extra immer nur für diesen Tag zusammenkommen und hier hinkommen. Und abends Papa Joe's Jazzman, das ist immer der Abschluss der Veranstaltung. Es steht heute ein großer Bericht in der lokalen Information. Ja. Habe ich eben gerade gelesen. Genau. Da ist dann alles aufgelistet. Ja, aber auch ein Programm noch mal da. Und es liegt also den ganzen Tag von 9 bis 21 Uhr. Einzig, was ich anmelden sollte, wäre für die Rundfahrten. Ansonsten ist das alles. Und die Stadtrundfahrten beginnen hier. Der Bus fährt drüben an der Bushaltestelle im Landratsamt ab und kommt auch wieder hin. Also das ist so der Ablauf. Wie gesagt, die Eröffnung der Ausstellung Ratibor ist am Samstag um 11 Uhr hier in diesem Raum. Und hier finden auch die Konzerte statt. Und die Eröffnung findet um 9 Uhr draußen statt. Auch mit musikalischer Umrahmung von Le Fermier. Weitere Fragen? Vielen Dank für Ihr Kommen und einen schönen Abend. Ich hoffe, Sie sehen uns am Sonntag zu sehen.